Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker und Angela Ermakova, setzte sich mit Tanzpartner Valentin Lusin im großen Finale durch und holte sich den Tanzpokal. Insgesamt konnte Ermakova 11-mal die Höchstpunktzahl der Jury einheimsen, ein Rekord in der Show. Mit ihrem Sieg zog die 23-Jährige auch ihren allerersten TV-Jury-Job an Land, den sie 2024 antreten wird. Teil von das Supertalent zu sein ist wie ein Ritterschlag für mich, erklärt sie im RTL-Interview. Durch meine Teilnahme bei Let's Dance weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt. Ich habe gelernt, immer an mich zu glauben und nie aufzugeben.